So, ja, ich habe mir jetzt auch mal Gedanken gemacht über meine Lieblingsplatte und ist natürlich schwer, über so lange Zeit, wo man Musik hört, sammelt, da wirklich auf eine Platte zu kommen, wo man sagt, das ist wirklich ja, die Platte für einen oder die sagt alles über einen aus oder keine Ahnung oder kannst du in jeder Stimmung hören, ist schon echt schwer. Und auch, weil sich ja immer mal wieder neue Geschmäcker einschleichen in die Sammlung und in einen selber. Und nimmt man lieber da was oder bleibt man lieber in seinen Anfängen, wo man so herkommt, wie man Musik entdeckt hat. Und ja, deswegen fiel jetzt halt wirklich bei mir auch die Wahl auf eine Platte von 1994, wo ich halt wirklich sagen kann, das war auch ein bisschen so ein Schlüsselerlebnis für mich musikalisch. Und zwar ist es Amorphis mit Tales from the Thousand Lakes. Und ja, das ist halt eine Platte, die mich damals umgehauen hat. Und zwar gab es halt eine kurze Geschichte. Ich war halt nach der Schule bei einem Klassenkameraden und da lag die CD halt bei ihm auf dem Schreibtisch. Und ich habe halt das Cover gesehen damals und mich hat halt die Zeichnung, das Bandlogo, die Farbgebung total angemacht irgendwie. Und dann, ich wollte die unbedingt hören und dann habe ich halt mit ihm damals die Platte gehört und als die halt ja, losging, war ich halt total wow. Also es hat mich halt umgehauen, weil ich habe sowas noch nicht gehört. Sowas verhältnismäßig Brutales und dann aber auch melodisch Verträumtes. Also das war damals wirklich für mich so Wahnsinn. Und ja, ich musste mir die natürlich dann auch gleich kaufen, die Platte. Und ja, deswegen ist es schon für mich eigentlich die wichtigste Platte. Weil wenn ich überlege, die begleitet mich jetzt 26 Jahre, das ist mehr als mein halbes Leben, dann ist es schon so, dass man sagen kann, die hat schon einen Stellenwert für einen. Ja, und das wird halt auch so bleiben. Und kann ich mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal sage, ich habe keinen Bock mehr auf die Platte, das glaube ich nicht. Und was halt auch noch schön war, jetzt noch da kurz dazu zu erzählen, dass halt die Band 2014 hat die halt eine 20-jährige Jubiläumsshow zu dem Album gemacht, eine Tour. Und da haben sie halt auch hier in Berlin gespielt und das war halt auch ein einmaliges Erlebnis, so diese Platte im Ganzen live zu hören, weil wann hast du das? Du hörst manchmal ein oder zwei Songs, die halt die Hits sind von dem Album, die sind halt dann mal in einem Live-Set drin, aber die ganze Platte ist halt schon, ja, selten und deswegen war das halt, ich fühlte mich halt wirklich wie ein 15-Jähriger wieder, ja? Wenn du da stehst und du hörst diese ganze Platte und ja, um dich herum stehen teilweise Leute, die halt die Band kennen, aber das Album halt nicht so gut. Und dann wollen sie eher was Neueres hören und du bist halt voll am Abfeiern. Und naja, ja, wie gesagt, jedenfalls ist halt wirklich so, dass das ist schon eine Platte, wo ich sage, ja, Lieblingsplatte. Deswegen, jo, dann noch viel Spaß den anderen, die da noch kommen und ihre Platte vorstellen. Ich bin raus. Macht's gut.